Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Set von Modbricks für euch mitgebracht, und zwar die 1826923. 398 Teile hat dieses Set, und zwar ist es für 4 Personen das Bausteine-Ludo-Spiel, oder auch, ich glaube, jeder kennt es und jeder hat es schon mal gespielt, Mensch, ärgere dich nicht, aus Klemmbaustein. Das Ganze wurde mal wieder in Luxemburg designt, das kennen wir vom lieben Patrick, der zum Beispiel auch die Pour le Mérite Medaille designt und steckt eben auch wieder hinter diesem Set. Ich habe dieses Set für 6,50 Euro im Vatertagsangebot von Modbricks gekauft, wo alles ja um 50% reduziert war. Die normale UVP ist dementsprechend 13 Euro und ich muss sagen, wenn das 398 gute Steine sind, ist das eigentlich angemessen, denn ein normales Brettspiel, ganz normales Mensch ärgere dich nicht, kostet jetzt auch nicht so sehr viel weniger, wenn es unbedingt neu sein muss. Ich finde aber natürlich die alten Versionen nochmal cooler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch solche nostalgischen Gefühle habt, wenn ihr so richtig alte Brettspiele habt, die dementsprechend auch schon wie ein altes Spiel riechen. Ich weiß nicht, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, aber ich glaube, wir driften ein wenig ab. Schreibt es trotzdem gerne mal in die Kommentare. Das Ganze ist ab 6 plus geeignet. Die Rückseite ist ziemlich designneutral, bis auf ein Element, was ich etwas schwierig finde. Denn diese Grafik hier, ich möchte jetzt nicht genau sagen, an was es jemanden erinnern könnte, aber ich finde, das ist grafisch etwas schwierig vom Design. Aber gut, schauen wir schnell darüber hinweg und machen das Ganze mal auf und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Was ich persönlich ja schon mal cool finde, man kann an der Verpackungsgröße die spätere Größe des Sets erkennen, denn das ist genau die Grundplatte, die auf den ersten Blick eine wirklich ordentliche Qualität hat. Hier ist auch nichts durchgebogen, weil sie wie gesagt hier gerade drin liegen kann, also das überzeugt schon mal soweit. Dann haben wir natürlich noch die Steinetüten. Über die Steinequalität reden wir wie immer, wenn es soweit ist, und das ist während des Baus. Die Tüten scheinen mehr oder weniger sortenrein zu sein, so gut es geht. Macht natürlich auch Sinn, weil hier sehr viele Steine in großen Mengen vorkommen. Und die Anleitung ist eine Auffaltanleitung. Es sind natürlich wenige Bauschritte, bei denen man oft das gleiche baut. Ich glaube, niemand hat was anderes erwartet, wie zum Beispiel hier, wo man 108 mal eine 2x2er Fliese verbaut. Und insgesamt haben wir 7 Bauschritte, bis das ganze Brett plus Figuren fertig gebaut ist. Ich finde, da reicht so eine Auffaltanleitung. Man kann hier auch alles gut erkennen. Es ist eine ordentliche Druckqualität und ich erwarte auch, dass hier keine Fehler drin sind. Das ist wirklich so ein Fall, wo ich sage, da braucht es keine klammergebundene Anleitung. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr auf das Set und bin sehr gespannt auf die Teilequalität. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder, denke ich. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas Wichtiges für einen Zwischenbauschritt geben wird. Und da ist es auch schon fertig, das Mensch ärgere dich nicht aus Klemmbaustein von Modbricks. Der Bau war relativ eintönig, das kann man sich vorstellen, das kann man dem Set aber auch nicht vorwerfen. Man baut eben sehr oft dasselbe. Die Steinequalität ist vom Aussehen wirklich gut, also das ergibt ein Bild. Und die Fliesen sind schön glänzend und haben wenige Kratzer. Das ist sehr gut. Vom Baugefühl schwanken die Fliesen sehr. Die 2x2er Fliesen gehen wirklich butterweich rein und machen super viel Spaß beim Verbauen. Das ist mindestens Lego-Qualität. Aber hingegen die 1x6er Fliesen, die wir hier verbauen, und auch die 1x2er Fliesen, die sind vom Baugefühl eher schlecht, weil sie sind mir viel zu fest. Es ist alles vertretbar, es versaut einem den Bau nicht, aber es ist eben nicht zu vergleichen mit den 2x2er Fliesen. Glücklicherweise bauen wir ja aber sowieso am meisten mit den 2x2er Fliesen und das ist wirklich Premium-Qualität. Auch schön finde ich es, dass wir einen Würfel dabei haben. Also ist das Ganze hier eigentlich fertig zum Spielen? Wie gut ist dieses Video eigentlich in Schulnoten? Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Ich hoffe ja, ihr seht das ein bisschen anders. Auf jeden Fall könnte man jetzt meinen, perfekt, spielen wir direkt los. Es ist ja auch schon eine 6 gewürfelt, also nehmen wir doch mal unsere Figur hier raus. Und wir sehen, oh, wir rupfen dabei dieses Feld ab. Jetzt kann man denken, das ist vielleicht so geplant. Setzen sie hier drauf, spielen weiter und merken, oh, wir rupfen wieder ein Feld ab. Und von der Figur diese Felder wieder abzubekommen, das kann durchaus knifflig sein und ein wenig in den Fingern wehtun. Das ist natürlich nicht schön.
Aber jetzt ist es auch nicht so, dass wir gar nicht damit spielen können, auch wenn die Felder abgehen, wenn wir die Figuren gerade abnehmen. Die einfache Lösung, die es dafür gibt, ist es, die Figur abzudrehen und dann bleibt das Feld auch wirklich hier stehen und man kann das Ganze hier draufsetzen. Wenn vielleicht mit der Zeit auch noch die Noppenaufnahme hier unten ein wenig ausleiert, kann man sie vielleicht sogar auch so abnehmen, ohne dass man das Feld abrupft. Aber in diesem Zustand muss man wirklich vorsichtig sein beim Spielen und die Figuren abdrehen. Also insgesamt ist das nicht die spannendste Konstruktion. Es sieht am Ende zwar gut aus, aber ganz ehrlich, stellt man sich sowas hier wirklich als Displayset aufs Regal oder hängt es an die Wand? Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht dort. Und beim Spielen muss man mir durch das Abdrehen doch einen Tick zu viel nachdenken. Deshalb muss ich sagen, für 6,50 Euro kann man das Set mal mitnehmen als kleines Set nebenbei. Aber den vollen Preis, die 13 Euro, ist es für mich aus Setsicht nicht wert. Wenn man es ausschlachten möchte, dann ist es das Geld aber auf jeden Fall wert. Das ist jetzt auch keine große Kritik am Designer, weil sind wir ehrlich, was will man bei einem Mensch ärgere dich nicht Spiel wirklich groß designen? Und dafür hat er hier schon viel rausgeholt. Es sieht nicht hässlich aus, aber es ist mir eben auch nicht schön genug und das Spielen ist durch das Abdrehen ein wenig eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr das empfindet und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und nahe Daumen, in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.